Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Loss. Heute habe ich ein Wish Unboxing Video. Es sind genau solche 6 Tüten und es müssten eigentlich alles Klamotten sein, also Anziehsachen sein, Fashion sozusagen. Ich habe noch sehr viel bei Wish eingekauft, aber ich habe bei Instagram Stories gefragt, ob ich jetzt schon ein Video machen soll. Und viele haben gesagt, warte nicht ab. Also ganz ehrlich, ich konnte selber nicht abwarten. Deswegen mache ich ein Unboxing mit. Genau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit 6 Paketen, die ich selber noch gar nicht geöffnet habe. Und ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich freue mich selber und hoffe, dass einfach qualitativ alles gut ist. Wir werden es aber ja jetzt zusammen mal sehen, ob es gut oder schlecht ist. Ich möchte mit dem kleinsten Paket anfangen. Ich werde versuchen, von klein auf groß zu gehen. Das hier, ich weiß gar nicht, was es sein könnte. Wir packen es zusammen aus. Ah, das ist ein Maxi-Kleid. Ein Maxi-Kleid, was, also Tanktop. Spaghetti-Träger, Maxi-Kleid. Also Gile heißt es auf Türkisch. Wie heißt es auf Deutsch? Also ärmellose Maxi-Kleid müsste es sein. Wir packen es aus. Das sieht gut aus. Paket Nummer 2. Alles macht voll Spaß, ja. Also stoffmäßig, was ist das hier? Es ist wieder so ein Kleid, wobei ich was drunter anziehen muss. Ich werde euch auch immer die Größen nennen, die ich gekauft habe, weil ich habe wirklich nicht meine eigenen Größen gekauft. Jetzt zum Beispiel bei dem Kleid, was ich euch eben gezeigt habe, war das die Größe XL von Sancerre und hier habe ich XXL, also 2XL, oder? So XXL gekauft. Hier hat der Lederträger in braun mit goldenen Details hier vorne. Kommen wir zu dem zweiten Teil. Das meinte ich eben, dass der Träger hier verbogen ist. Und hoffe, dass das einfach wieder zurecht biegbar ist. Hier könnt ihr die Größen selber verstellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es länger machen. Das hier ist so ein Maxi-Kleid, dessen Länge auch sehr gut gepasst hat. Freunde, irgendwie habe ich das sehr gut hinbekommen mit der Länge. Ich habe auch wirklich immer gemessen. Ja, das bisschen blöd ist hier an der Seite, dass er ein bisschen zu weit unten ist. Hätte ich mir schon so gewünscht. Moment, ich zeige euch das. So wäre das irgendwie besser, meint ihr nicht? Aber also so stören tut es nicht. Ich würde es auch so anziehen. Aber ich finde das sehr toll. Also das ist sogar ein Stoff, was ich im Winter anziehen kann. Ich finde auch, dass es hier braun ist, sehr schön. Paket Nummer 3. Also, das ist etwas, was ich normalerweise nicht kaufen würde, da ich nicht wirklich sowas anziehe. Es ist ein Kimono oder ein Abaya. Wir nennen es Abaya, genau. Aber viele von euch wollten, dass ich das teste, kaufe und für euch an die Kamera zeige. Das habe ich für euch sozusagen gekauft, damit ich euch das zeigen kann, wie es ist. Und wenn ihr noch weitere solche Artikel habt und wo ihr euch wünscht, dass das einer für euch schon vor euch kauft, damit ich es für euch testen kann, könnt ihr mir die ganzen Artikelnummern oder überhaupt die ganzen Links unter meinem Video lassen, sodass ich das für euch teste. Es ist jetzt nämlich so ein Teil, was ich teste. Ein Abaya. Ich glaube, wer bei Wish kauft, weiß genau, welches das ist, weil das ist irgendwie auf der Wish-Seite überall zu sehen. Ich zeige euch die Farbe, dann wisst ihr auch, was das ist. Ich finde die Farben sehr schön. Wow. Okay, Freunde.
Überraschenderweise hat mir die Länge sehr, sehr gut gepasst. Also ihr müsst euch das jetzt ohne die Hausschlappen vorstellen. Und zwar ein bisschen mit Steckelschuhen, also Absatzschuhen. Er würde sogar sehr, sehr gut aussehen. Also würde sehr, sehr gut passen von der Größe aus. Ich fand es eigentlich überraschenderweise nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Wie gesagt, ich habe das ja für euch getestet. Und ich habe so gedacht, so, ja, ist nicht bestimmt deins. Würdest du bestimmt nicht anziehen. Ich könnte mir schon vorstellen, das anzuziehen. Wie gesagt, das ist hier so etwas, was man nicht zuknöpfen kann, aber zubinden kann. Ich binde das mal jetzt. Paket Nummer 4. Ich habe mir eine richtig coole Bluse bestellt, die ich extrem anders finde und hoffe, dass sie mir passt. Also ich zeige direkt, oh mein Gott, mit Muster und Farbe so schön. Oh nein, oh doch. Ich habe mir die in der Größe L gekauft, also wieder nicht in meiner Größe. Irgendwie kaufe ich bei Wish fast nie meine eigene Größe, damit ihr Bescheid wisst. Boah. Voll gerne wissen, was für ein Stoff das ist, weil das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also fast ein Leinenstoff, würde ich sagen. Sehr qualitativer Stoff. Also Mädels, ich finde das so schön. Also ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Wie gesagt, das sind Gesichter, so richtig krankhafte Gesichter. Sind echt viele verschiedene. Ich fand einfach die Farbe schön. Ach, das hatten die in Schwarz und Weiß noch. Ich habe mir das jetzt so im Rotton gekauft. Ja, ich hätte es meiner Meinung nach noch größer haben können. Also ich hätte doch eine Größe größer wählen können. Aber das hier werde ich trotzdem tragen können. Von den Ärmeln her ist das nämlich ganz genau passend. Nur hätte ich es lieber, wenn es Tick Oversize wäre. Also wenn ihr sowas Oversize mögt, dann kauft noch eine Größe größer, als ich es gemacht habe. Ja, voll schön. Ich würde es auch stecken. Ich würde es sehr mit vielen verschiedenen Farben kombinieren können. Stellt euch das jetzt so zugeknöpft vor. Naja, aber super. Das ist so schön. Gefällt mir wirklich sehr. Das vorletzte Paket. Es ist eine Jeanshose, eine ganz dunkle, fast schwarze Jeanshose, bei der ich echt skeptisch bin, weil ich bin allgemein bei Hosen sehr wählerisch und ich finde irgendwie nichts, was genauso passt. Ich kaufe sehr selten Hosen. Wirklich, ich finde, also Jeanshosen. Ich habe da so schon meine Probleme. Oh. Also die riecht extrem. Und die sieht mir schon zu klein aus. Ich habe mir die in der Größe M gekauft. Das Gute ist, der ist hier hinten dehnbar, aber trotzdem sieht der Bund meiner Meinung nach ein bisschen zu klein aus. Aber es ist ein M, wir schauen mal. Es ist eine Jeanshose, eine weite Jeanshose, die an der Seite so einen blau, fast so weiß-blauen Strich hat. Kommen wir zu dieser Jeanshose. Leider habe ich den Bund wirklich sehr mühsam zugekriegt. Also es ist nicht meine Größe, hätte doch eine Größe größer kaufen sollen. Aber das sind die Streifen, von denen ich euch jetzt eben erzählt habe. Also ich fand es eigentlich sehr schön. Wie gesagt, es ist eine weite Jeanshose, eine schöne Jeanshose, die leider mir, wie gesagt, nicht gepasst hat. Ja. Zu dem letzten Größenpaket. Ich bin. Also die Verpackung, ne, Leute, sieht so wie ein Müllbeutel aus, ne, immer. Ich glaube, das ist das einzige Teil, was für den Winter, also für kalte Tage geeignet ist. Ich habe mir ein Maxi-Pullover-Kleid gekauft mit einem riesen V-Ausschnitt hier oder vielleicht doch nicht so riesig, wie ich gedacht habe, in der Größe M. Ich hoffe, dass sie mir passt und also vom Stoff her hat es mir schon gefallen. Es ist so ein schönes Grün. Also ich finde, das ist ein schönes Grün. Wir schauen mal. Ich ziehe das mal sofort an. Okay, Freunde, ich habe jetzt das Maxi-Kleid angezogen. Auch hier bin ich überrascht, weil die Größe mir genau gepasst hat, wie ihr seht. Also es hätte
ein Stück kürzer sein können, damit ich es mit Boots kombinieren kann. Aber dann werde ich es höchstwahrscheinlich mit keinen langen Boots kombinieren. Ja, ich habe es jetzt mit einem Gürtel kombiniert. Aber ich zeige das jetzt euch auch ohne Gürtel, damit ihr nicht denkt, dass ich das Ergebnis fälsche. Moment. Allah. Okay. Okay, das ist jetzt ohne Gürtel. Ich finde es ein bisschen leer, aber eigentlich ist das ganz geradegehend, aber ich finde, das ist jetzt nicht zu extrem figurbetont. Davor hatte ich jetzt Befürchtungen. Ja, wie gesagt, hat der einen riesen V-Ausschnitt. Und ich habe anfangs gedacht, weil es da unten so eng ist, könnte man nicht, müsste man so kleine Schritte gehen. Aber da ist so ein Pulloverstoff ist, deswegen ist das doch sehr angenehm zu gehen. Also auch das hat mir sehr gefallen. Also. Das waren die 6 Teile, die ich euch in einem Unboxing-Video zeigen wollte. Also ich selber bin zufrieden mit den Teilen, mit den Stoffen, mit der Größen habe ich echt gut hinbekommen. Ihr könnt ja, die Preise habe ich euch extra nicht genannt, weil die immer variieren. Ich nenne euch einen Preis und am Ende fragt ihr mich, hast du gelogen? Warum kann ich das nicht finden? Bei den Kopftüchern, bei diesen Kopftüchern habe ich das eben nämlich sehr oft erlebt. Die waren anfangs 1 Euro, kostenlos, nur den Versand hat sich bezahlt. Und jetzt fragen viele, wo man das finden kann. Ich finde es selber nicht. Die Krankentaschen finde ich zum Beispiel gerade auch nicht bei Wish. Deswegen habe ich die Preise nicht genannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also deswegen habe ich die Preise nicht genannt, aber ich werde alle Links unten verlinken. Ihr könnt hier in der Infobox reinschauen und ich wünsche mir, wenn ihr Artikel habt, die ich für euch testen soll, dass ihr mir die bitte zahlreich in den Kommentaren schreibt, damit ich diese auch bestellen kann. Es sind noch viele verschiedene Artikel, aber unter anderem viel Schmuck auf dem Weg zu mir. Inshallah kommen die irgendwann mal an. Aber ja, wenn ihr wollt, dass ich auch dazu ein Unboxing-Video mache, lasst mich auch das in den Kommentaren wissen, ob das euch gefallen hat und ob ich das weiter so hin machen soll. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Hijab-Applaus.